Heute Morgen begrüße ich als Gast einen der anerkanntesten Theologen der Welt, Miroslav Volf. Er war am Fuller Seminary und lehrte dort. Die theologische Abteilung der Yale-Universität warb ihn ab und jetzt ist er dort Professor für systematische Theologie. Er ist wohl einer der respektiertesten Theologen, die ich in meinem Leben kennenlernte, und ich zähle ihn zu meinen Freunden. Er hat etliche Bücher geschrieben. Das, das ich in der Hand halte, heißt The End of Memory, Remembering Rightly in a Violent World. Es ist ein Buch mit Tiefgang. Er geht darin mit tiefem Verständnis der Frage nach, woher Verletzungen rühren und wie man diese vergeben kann. Ohne Vergebung wird der Schmerz immer stärker. Vergebung ist also keine Option, sondern ein Muss. Ohne sie fügen wir uns selbst nur weiteren Schmerz zu, ebenso wie denen, denen wir keinen Schaden wünschen. Die Kapitel darüber sind phänomenal. Ich wünschte, ich hätte die Zeit, weiter darauf einzugehen. Lassen Sie uns Miroslav Volf begrüßen. Unser erstes Zusammentreffen war, als die Yale-Universität mich eingeladen hatte, zu kommen und zu lehren. Wir lernten uns kennen und ich war überwältigt von Ihrer Intelligenz und Ihrer Demut, Ihrer ganzen Haltung. Bitte erzählen Sie uns zuerst Ihre Geschichte. Lassen Sie mich Ihnen zuallererst danken für Ihre Einladung in dieses herrliche Gebäude und diesen wundervollen Altarraum. Als ich hier saß und die schöne Musik genoss und alles, was mich hier umgibt, dachte ich zurück an einige Begebenheiten meines Lebens. Ich wurde in Jugoslawien zwangsrekrutiert als Soldat einer kommunistischen Armee. Der Geheimdienst hat mich zweimal verhört, weil ich Christ bin und mit einer amerikanischen Frau verheiratet bin. Ich hatte im Ausland studiert, schrieb Bücher ausgerechnet über Karl Marx. Ich stand durch alles, was ich tat, unter dem Verdacht, die Fundamente unseres großartigen Landes zu verraten. Dadurch kam es zu einer Reihe weiterer Verhöre. Mein Leben war ständig bedroht. Ich wusste nicht, ob ich heute oder morgen noch am Leben sein würde. Es konnte sein, dass man mich für 9 Jahre oder mehr einsperrt. Das waren die Schwierigkeiten, unter denen ich litt als Sohn eines Predigers, der im kommunistischen Jugoslawien aufwuchs. In diesem Schmelztiegel habe ich verstanden, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Welche Art von Verfolgung haben Sie erlebt? Als ich aufwuchs, wurde ich natürlich oft ausgegrenzt. Ich war der einzige bekennende Christ an meiner Schule. Meine Lehrer machten sich über mich lustig, weil niemand wirklich klug sein und gleichzeitig das glauben konnte, was ich glaubte. Mein Vater war ein Pfingstprediger. Sie hatten keine Ahnung, was pfingstlich bedeutet, und so war ich ständig im Spott ausgesetzt. Aber das Wichtigste an der ganzen Geschichte war nicht so sehr das, was mir oder unserer Gemeinde äußerlich geschah. Vielmehr war wichtig, was innerlich geschah, im Herzen. Dort unter dem Druck der Verfolgung habe ich vermutlich die wichtigste Lektion des christlichen Glaubens gelernt. Die wichtigste Lektion, die allerwichtigste des christlichen Glaubens. War das während, vor oder nachdem Sie im Gefängnis waren? Ich glaube, ich habe sie von meinen gottesfürchtigen Eltern gelernt. Und wie bei vielem, was man lernt, war es auch hier so. Man lernt zuerst, indem man davon hört. Dann, indem man beobachtet, weiter, indem man das Gelernte verinnerlicht und schließlich selbst erlebt. Während ich verhört wurde, fiel mir auf, wie stark das zum Teil meiner Persönlichkeit geworden ist. Die Lektion war folgende: Im Kern des christlichen Glaubens liegt die Liebe Gottes. Und zwar nicht nur denen gegenüber, die anders sind, sondern sogar gegenüber den Feinden Gottes. Und das Herzstück unseres Lebens als Christen ist die Liebe, selbst zu unseren Feinden.
Mir wurde bewusst, dass wir Gott am ähnlichsten sind, wenn wir fähig sind, die zu lieben, die anders sind. Wenn wir vergeben können. Es ist so, als hörte man den Widerhall der Stimme Gottes, wenn man vergibt und seine Feinde liebt. Die Seele klingt nach und verbreitet diese immense Liebe Gottes anderen Menschen gegenüber. Wow. Wie lange waren Sie im Gefängnis? Ich war im Arrest, nie im Gefängnis. Dort versuchte man, mich einzuschüchtern, um herauszufinden, was in meinem Leben passierte. Mein größter Kampf dort war der um die Reinheit meiner Seele. Wie schaffe ich es, andere trotz dieser widrigen Umstände zu lieben und ihnen zu vergeben? Es gibt eine Geschichte, die, glaube ich, von einem Rabbiner stammt. Sie handelt davon, wie Gott die Welt schuf. Als Gott die Welt erschuf, sah er, was die Menschen sich gegenseitig antun würden, wegen ihrer Eifersucht, des Neides und ihrer Missgunst. Und so sprach Gott, der Gerechte: Wenn sie diese Dinge tun, werde ich sie bestrafen müssen. Dann aber sprach Gott, der Barmherzige: Wenn ich sie strafe, muss ich sie zerstören. So sagte Gott, der Liebende: Ich werde den Menschen vergeben, damit ich sie erschaffen kann. Und so vergab Gott der Welt, so geht die Geschichte, bevor er sie erschuf. Mir wurde klar, dass das auf viele unserer zwischenmenschlichen Beziehungen zutrifft. Bevor wir ein erfülltes Leben führen und Erfüllung erleben können, ist es nötig, dass wir uns im Voraus entscheiden, Vergebung zu üben. Wir dürfen unsere Konflikte nicht aufrechterhalten. So können wir ein erfülltes Leben in Gemeinschaft führen. Wie kann man vergeben, wenn einen die Erinnerung an den Schmerz nicht loslässt? Das ist eine fantastische Frage, und ich glaube, genau da liegt die Schwierigkeit. Während man verletzt wird, kämpft man um die Reinheit seiner Seele. Man kämpft darum, diesen Schmerz, der in einem sitzt, wieder loszuwerden und zu überwinden. Für mich war der Schlüssel dazu die Erkenntnis, dass meine Identität nicht davon bestimmt wird, was mir jemand antut. Auch nicht davon, wie ich auf andere reagiere. Die Quelle meiner Identität ist die Tatsache, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Das macht mich aus. Ich bin nicht der, der verletzt wurde. Ich wurde zwar verletzt, aber das bestimmt nicht meine Identität. Ich bin nicht der Zornige. Manchmal werde ich zornig, aber was mich tief innerlich ausmacht, ist, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Das befreit und eröffnet einem die Möglichkeit, sich selbst anzunehmen, als jemand, der verletzt wurde. Und eben auch den anzunehmen, der einen verletzt hat. Wow. Versöhnung. Das ist wohl das Schwierigste. Ich selbst habe sie als ungemein schwierig erlebt. Das ging mir besonders bei einem Mann so, der mich verhört hatte. Er hatte mich über Monate verhört, und Sie können sich vorstellen, welche Wunden das in mir hinterlassen hat. Ich kämpfte innerlich darum, wie dieser Mann in meiner Vorstellung leben sollte. Welche Wege gibt es, mich zuerst in meiner Vorstellung mit ihm zu versöhnen? Oh, das ist sehr schwer. Um mich dann in der Realität mit ihm zu versöhnen, das ist eine enorme Anstrengung. Mir geht es so, dass ich vergeben möchte und dann wieder nicht. Manchmal vergebe ich und dann nehme ich die Vergebung wieder zurück. Manchmal denke ich, das ist doch völlig verrückt. Für das, was er mir angetan hat, verdient er es, in der Hölle zu schmoren. Dann wieder denke ich, sieh dich doch nur selbst im Spiegel an, Miroslav. So spiegelst du nicht das Wesen, die Schönheit und die überwältigende Liebe Gottes zu seinen Menschen wider. Ebenso wenig spiegelt diese Haltung das wider, was Menschlichkeit in ihrem Kern für dich bedeutet. Das spiegelt nicht die Kreativität der Liebe wider. Das Kreativste, das es auf der Welt gibt, ist die Liebe. Und am allerkreativsten ist die Feindesliebe.
Mein großer Held Martin Luther, der protestantische Reformator, sagte einmal, die Liebe Gottes ist anders als menschliche Liebe. Die menschliche Liebe findet etwas, das liebenswert ist und liebt dann. Etwas, das schön ist, jemand, der liebenswürdig ist und liebt ihn. Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe findet etwas, das nicht liebenswert ist, und indem er liebt, macht er es liebenswert. Das ist fabelhaft. Was könnte kreativer sein? Ein beeindruckendes Buch, das Gedächtnis, ein Schild im Schwert, Erinnerungen, wie sie von den Schmerzen geheilt werden können, Verteidigung des Vergessens, wie sie vergessen können, Erlösung, Harmonisierung, Versöhnung durch innere Bilder, voller Einsicht, nach vorne blicken. Ich bin sicher, jeder, der uns jetzt zuhört, hat schon unverdient Schmerzen erlitten. Wir müssen wissen, wie wir mit diesen Schmerzen fertig werden. Ganz genau. Und durch unsere sündhafte Natur neigen wir dazu, uns noch mehr Schmerzen zuzufügen, indem wir Jesus Christus nicht dran lassen. Ich kann selten den Schmerz selbst behandeln, aber ich kann daran arbeiten, wie ich mit dem Schmerz umgehe. Das stimmt. Am besten geht man mit dem Schmerz um, indem man sich selbst und den, der einen verletzt hat, unter das Kreuz Jesu stellt. Wir sind beide Sünder. Beide sind wir erlöst und wir beide sind in Christus versöhnt. Das ist eine starke Grundlage, auf der die wunderbare Frucht der Versöhnung wachsen kann. Von diesen Dingen hier habe ich noch nie zuvor gelesen. Das Ende der Erinnerung. Wow. Und Versöhnung durch innere Bilder. Ja. Ich war auf der Suche nach Captain G. So nenne ich ihn. Er hatte mich verhört. Ich versuchte ihn zu finden, nachdem ich aus dem Militär entlassen wurde. Ich wollte ihn treffen, um mich mit ihm zu versöhnen. Ich googelte nach ihm, sprach mit jugoslawischen Ex-Soldaten und versuchte herauszufinden, wer dieser Mann war. Er blieb unauffindbar. Ich weiß nicht, was mit ihm passierte. Darauf sagte ich, wenn ich mich nicht tatsächlich mit ihm versöhnen kann, dann wenigstens in meiner Vorstellung. Ist das wahr? Ja, das habe ich getan. Ich stellte mir vor, wie ich ihn treffen würde und wie dieses Treffen ablaufen würde. In meiner Vorstellung versöhnte ich mich mit dem Mann, der mich aus welchem Grund auch immer tief verletzt hat, und wir fanden zueinander. In meiner Vorstellung sind wir also versöhnt. Jetzt muss ich ihn nur noch finden und mich real mit ihm versöhnen. Das letzte Kapitel ist sehr tiefgehend. Werden Sie das Buch signieren? Ja, das werde ich. Und wenn Sie uns im Fernsehen sehen, schreiben Sie uns. Und wir schicken Ihnen gerne ein Exemplar dieses Buches, das Rekorde gebrochen hat und eine Vorreiterrolle spielt. Hier finden Sie neue Ideen und Gedanken dazu, wie Sie Vergebung ausdrücken können, selbst wenn Sie nicht wollen. Danke. Danke.